Hallo meine lieben Abonnenten, Zuschauer und andere Freunde der Let's Plays und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Heute, obwohl ich ja eigentlich eine eher negative Wertung dazu erhalten habe, Star Wars The Old Republic, da mich dieses Spiel einfach nicht mehr loslasse und ich mich in diesem einen Punkt einfach einmal über eure Meinung setze. Ich möchte euch eigentlich bitten, falls ihr wirklich überhaupt keinen Bock auf das Video habt, dann seht es euch einfach nicht an. Oder schreibt es nicht, scheiße, wir wollen das nicht sehen. Ist doch gut, ist okay, ihr wollt es nicht sehen, dann guckt es euch nicht an. Deswegen habe ich das Projekt auch jetzt gestartet, damit das Assassin's Creed-Projekt ja auch noch läuft. Also kann ich beides etwa gleichzeitig bringen. Was wiederum bedeutet, dass niemand jetzt sich irgendwie stressen muss und wegen, nee, das will ich aber nicht sehen. Und jetzt ist der Kanal inaktiv. Nee. Also für denjenigen dann eben. Nee, deswegen bringe ich es jetzt raus. Mit dem Assassin's Creed-Projekt habe ich dann zwei Projekte am Start, die auch beide dann regelmäßig kommen werden. AC4, dienstags. Donnerstags, Samstags, Star Wars, Montag, Mittwoch, Freitag. Und ja, ich habe mich bereits also ein bisschen entschieden, aber zuerst stelle ich euch mal die beiden Fraktionen vor. Die Galaktische Republik. Die Galaktische Republik wurde vor 20.000 Jahren gegründet und ist eine riesige Demokratie, die vom obersten Kanzler regiert wird. Die Republik ist eine wilde Mischung aus zahlreichen Welten, Filmen und Spezies, die oft miteinander in Konflikt geraten. Wir werden uns eigentlich für die andere Seite entscheiden, das Sith-Imperium. Das Imperium ist eine starre militärische Gesellschaft, in der alle Fremdlinge unterjocht werden und die Sith-Lords an der Spitze stehen. Das Imperium wird vom geheimnisvollen, allmächtigen Sith-Imperator regiert. In der imperialen Gesellschaft zählt nur Macht und nur die Stärksten erlangen Ruhm. Und dort werden wir spielen. Und zuerst ein kleiner Film. Rache. Darum sind wir hier. Wir treffen den Feind ins Herz. Treiben ihn an den Abgrund. Und rums. Der Plan des Imperators steht. Unsere Verbündeten sind stark. Die Jedi jagten uns, verbannten uns in die dunkelsten Ecken. Schöne Tempel. Aber nun halt ich Klappe. Sie dachten, sie wären uns für immer los. Aber jetzt. Endlich. Sind wir zurück. Unser Hass nährt uns, bis die Republik in Trümmern liegt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr epischer Film.
Und zu diesem Film würde ich dann sagen auch noch einmal herzlich willkommen bei Star Wars The Old Republic. Die Musik ist immer noch ein bisschen laut, aber die wird gleich leiser. Also auf jeden Fall sehr episch, der Kanal-Trailer. Der spielt den Fall von Coruscant nach, wo die Sith einen Schlag gegen den Tempel der Jedi geführt haben und den auch erfolgreich durchgeführt haben. Unter dem Kommando von Darth Malgus, dem Sith, den wir ja vorhin sehr gut gesehen haben. Ich finde ihn sehr auch ziemlich stark und sehr beeindruckend. Wir werden ihm auch noch hier begegnen. Also er ist immer noch nicht tot. Er ist auch in den beiden anderen Filmen zu sehen, die allerdings jetzt hierbei nicht zu sehen sollten. Die müsst ihr dann mal bei YouTube eingeben. Allerdings trägt er da noch keine Maske, denn er musste tragen, um zu überleben, denn er wurde von einem Jedi im Kampf verletzt und wäre dabei fast gestorben. Aber nun zu den Klassen. Es gibt vier Klassen. Einmal den Sith-Krieger, den wir auch spielen werden. Den Inquisitor, von dem ich bereits zwei Stück gespielt habe, auf beiden Klassen. Ich fasse jetzt auch mal kurz zusammen die Klassen. Der Inquisitor ist praktisch derjenige, der sich mit den Macht am besten auskennt und mit Machtblitzen angreift als Hexer. Also er ist ja auf Macht beschränkt und der Attentäter kämpft in einer Doppelklinge und ist eher so derjenige, der eher so ein bisschen mehr schon wieder in Richtung Lichtschwert geht. Eigentlich eben Doppelklinge, aber Machtblitz oder sowas beherrscht er ebenfalls. Der Kopfgeldjäger, natürlich ein knallharter Profi, der alles für Geld, naja, für Geld jeden umlegt. Mit einem Arsenal von Waffen, Jetpacks, Raketen, Blaster, eben halt alles Mögliche. Und der imperiale Agent, praktisch diejenigen, die sabotieren, Überraschungsangriffe planen und ähnliches als Scharfschütze oder Saboteur. Saboteur unsichtbar und mit Gewehren, Tarngürteln, Messer und so weiter und Suchtdruiden. Der Scharfschütze eben halt mit Scharfschützengewehr und ähnlichen Waffen. Aber nun kommen wir zu unserer Klasse, dem Sith-Krieger, den wir spielen werden. Das ist praktisch derjenige, der sich mit dem Lichtschwert besonders bewandert ist. Falls es dann mit dem Lichtschwert doch nicht mal so hinhaut, dann greift er eben auf seinen Würgegriff zurück. Ausrüstung gibt es hier, was er so macht, seine Fähigkeiten, wird alles zusammengefasst, was er hier so macht. Seine erweiterten Klassen, den Marodeur mit zwei Klingen oder den Juggernaut mit einer Klinge, der einen sehr wuchtigen Angriff ausführen wird. Den werden wir auch spielen, das hier bereits sehr festgelegt. Der Juggernaut wird es sein. Die Rolle im Kampf, was er eben halt macht. Und seine Story, aber die werden wir uns jetzt nicht ganz ansehen. Denn das dauert einfach so lange, falls ihr das gerne sehen wollt, dann müsst ihr euch das einfach mal selber holen. Das Spiel ist natürlich Free-to-Play und ich spiele es auch Free-to-Play. Und ich würde sagen, genug gequasselt, wir legen einfach mal los. Auf den Sith-Krieger weiter. Als nächstes können wir uns eine Spezies auswählen. Wir haben den Zabrak. Den habe ich freigeschaltet, da ich bereits einen Zabrak bis zum Ende gespielt habe. Den normalen Menschen. Den reinblütigen Sith, den ich ebenfalls freigeschaltet habe, da ich ihn durchgespielt habe. Den Cyborg und den roten Cyborg, der ja praktisch Darth Maul war. Ich entscheide mich für den reinblütigen Sith, da die praktisch die charakteristischen Siths sind. Da ich einen Juggernaut immer meistens mit Masse definiere, aber zu groß, ich habe schon so viel große, ich meine mal normal. Als erstes muss ich dann immer... Ich nehme immer die Frisur, damit ich ungefähr weiß, welche Frisur. Dann nehmen wir aber mal die hier, die sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Die Haarfarbe passt. Die Hautfarbe würde ich gerne ein etwas kräftigeres Rot. Perfekt. Schmuck. Gucken wir erstmal ganz am Ende. Die Augenfarbe möchte ich gerne in ein knalliges, dunkles Rot, eben halt so richtig Sith Lord-mäßig. Und nun wenden wir uns mal dem Kopf zu. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Mir gefallen irgendwie diese herabhängenden Teile dann nicht. Ich sag mal, jetzt hier so mit den hervorstehenden Knochen sehe gar nicht mal so schlecht aus. Ja, okay. Okay, das sieht eigentlich gar nicht mal... Aber das sieht aus, als hätte so fette Augenbrauen. Oh Mann, das ist so schwer, sich da auf was festzulegen. Obwohl das hier an der Seite sieht eigentlich gar nicht... Ja, komm, wir machen den mal so, das passt eigentlich auch ganz gut. Ein Ton können wir auch noch auswählen. Der sieht ganz nice aus, den nehmen wir mal. Augenfarbe haben wir schon, jetzt könnten wir noch Schmuck theoretisch festlegen. Okay, das sieht hässlich aus. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Die Nummer 5. Ja, wir nehmen mal die Nummer 5 als Schmuck. Die Haare hatten wir ja schon. Die Haarfarbe passt mir auch gar so ganz gut. Die Hautfarbe auch. So, dann wird das hier unser Sith Juggernaut, den ich einfach mal Silox nenne. Vorausgesetzt, der Name ist noch nicht vergeben.
Und da würde ich sagen, wir beginnen. Das Spiel beginnt. Ich muss jetzt leider hier einmal kurz überspringen, da ich die Star Wars Musik nicht verwenden darf eigentlich. Denn die ist ja in Deutschland Copyright geschützt und dafür könnte ich tatsächlich einen Strike verpasst kriegen. Falls ihr das wirklich sehen wollt, guckt es euch. Naja, müsst ihr das Spiel selber kaufen, aber ich möchte jetzt echt keinen Ärger mit der GEMA oder so bekommen. Deswegen werde ich diesen Teil überspringen. Tut mir wirklich leid, aber es geht leider nicht anders. So. Und jetzt warten wir erstmal, während das Spiel endlich lädt. So, das überspringen wir jetzt. Hallo. Überspringen? Skip? Boah, so. Okay. Ich muss das jetzt überspringen. Es ist einfach so, weil ich will einfach keinen Strike kassieren dafür. Sonst hätte ich das Ganze auch rausschnibbeln können, aber da mein Programm es im Moment nicht ganz so mit dem Schnibbeln haben, will ich dieses Risiko einfach nicht eingehen und deswegen starten wir jetzt endlich mal, denn, boah, ich glaube, ich habe schon wieder 5-6 Minuten allein mit Quasseln vertrödelt. Und nun ja. Die Musik hört sich schon mal sehr geil an. Das ist eine, finde ich, auch eine sehr typische Sith-Musik. Auch sehr bedrohlich und auch, ich sag mal, so ein bisschen verheißungsvoll. Also, ich finde, sie erzählt so ein bisschen von Stärke und Macht. Also, ich finde sie auf jeden Fall sehr passend hier für die Sith. So, am Anfang hört sich das sehr nice an. Und wir beginnen. Blieb blub. Oh. Ah ja. Okay. Und da sind wir dann auch schon. Unser kleines, aber feines imperiales Shuttle, was uns hergebracht hat. Da unser Aufseher Treme ja wollte, dass wir hierher kommen, um eben unter ihm zu dienen, sag ich mal. Ich habe auch ein bisschen Post bekommen, denn ich bin ja schon etwas länger dabei und ich bin auch bevorzugter Spieler, also kein Free-to-Play-Spieler, sondern ein bevorzugter bereits, da ich bereits einmal ein Abo hatte. Und deswegen werde ich auch bevorzugter so gestimmt, weil ich mir hier praktisch was gekauft habe. Im Moment spiele ich eigentlich wieder als bevorzugt, das heißt, ich habe nicht ultimativ viele Vorteile, außer eben halt, dass ich mir gleich eine Rüstung bereits bist du ja erfahren endlich. Kann. Und ich hatte die Klappe. Sehr gut. Es gibt viel zu tun und die Zeit läuft uns davon. Ich bin Aufseher Tremel. Seit Jahrzehnten beaufsichtige ich nun schon die Prüfungen, um festzustellen, wer des Sith-Ordens würdig ist und wer nicht. Die Prüfungen sortieren die Schwachen aus. Wer sich den Prüfungen stellt, kann entweder überleben und zum Sith werden oder sterben. Jetzt können wir uns drei verschiedene Antwortmöglichkeiten auswählen. Entweder ich werde alles geben, ich überlebe immer, oder es wurde mir in die Wiege gelegt. Ich überlebe immer. Ich entscheide mich für die erste Option. Werde bloß nicht leichtsinnig. Du bist nur meinetwegen frühzeitig hier. Ich verlange, dass du mir Gehorsam leistest. Du wirst dich den Prüfungen stellen und mir dienen. Dafür mache ich dich zum mächtigsten Akolyten hier. Ich versuche auch die Antworten so ein bisschen storybasiert zu geben. Das gefällt mir. Irgendwie glaube ich das nicht. Das solltet ihr auch. Die Sith begegnen sich ja von vornherein eher mit sehr viel Misstrauen, da sie sich öfters verraten. Aber da wir machthungrig sind, sagen wir, das gefällt mir. Das klingt nach einem Plan. Die Prüfungen an sich sind schon schwer genug, aber sie sind bei weitem nicht die größte Gefahr für dich. Hier gibt es einen Akolyten namens Vemrin. Er ist dein Feind und er wird versuchen, dich zu töten. Wir müssen dich darauf vorbereiten. Ich bin doch gerade erst eingetroffen. Ich werde mit ihm reden. Dann wird er sterben. Soll er es ruhig versuchen, ich werde ihn vernichten. Unter meiner Führung wirst du eines Tages all deine Feinde vernichten können. Das Übungsschwert, mit dem du hier angereist bist, ist unzureichend. Die Klinge eines unbedeutenden Akolyten. Du brauchst eine dominante Waffe. In Adjunta Pauls Grab gibt es eine alte Waffenkammer. Dort wirst du eine starke Sith-Kriegsklinge finden. In dem Grab wimmelt es von Chlorschnecken. Tödliche, bösartige Kreaturen. Du musst schnell und vorsichtig sein. Sie waren das Ende vieler Akolyten. Ich werde sie alle vernichten. So wie ich es sein werde. Wo finde ich dieses Grab? Ich werde sie alle vernichten. Wenn sie dumm genug sind, meinen Weg zu kreuzen, werfe ich ihnen ihre Köpfe zum Fraß vor. Wenn du die Kriegsklinge gefunden hast, solltest du sie noch im Grab mit Blut tränken. Such mich anschließend in meinen Gemächern in der Akademie auf. Soll mir recht sein. Erkunde die Waffenkammer. Da haben wir jetzt ein paar Tutorials, wie wir uns bewegen. WASD, Leertaste, um Maus um's umzusehen. Missionen, kennen wir ja bereits alles. Plus die galaktische Festung, die ja jetzt auch da ist.
Hunde, die ich eigentlich bereits zwei gekauft habe. Einmal meine persönliche, die von meinem Hauptcharaptus auf Dromunkars und eine auf Narshadar. So, ich habe ja auch bereits einige Sachen. Ich passe schon mal mein etwas an. Ich habe hier glücklicherweise eins vorgespeichert, was mir persönlich sehr gut passt. Und ich hole mal kurz aus den Sammlungen raus, denn ich habe einige Rüstungen für alle Chars freigeschaltet. Und diese Rüstung will ich mir dann jetzt natürlich auch erstmal abholen. Und zwar nehmen wir die Rüstung des boshaften Befragers. Ja, ja, Kauf auf dem Markt, die Sammlung, das ist also Kartellmarkt-Tutorial. Und aus Sammlung erhalten habe ich ja. Okay, und dann ziehen wir die ja vielleicht mal an. Ich habe eigentlich bereits eine Rüstung vorgesehen, die mein Juggernaut hier bekommen wird. Allerdings wird fürs Erste die hier sein, da ich die eigentlich auch sehr cool finde. Und einen Titel könnten wir uns theoretisch auch schon verpassen, wenn wir einen hätten, denn ich bin ja bevorzugter Spieler, aber wir wollen jetzt erstmal loslegen. Den nächsten Runde wird er wahrscheinlich eine andere Rüstung tragen. Ich werde diese Rüstung erstmal nicht benutzen, denn das ist eine Adaptivrüstung, für die kriege ich bisher noch keine Modis. Also die ist bisher noch vollkommen leer. Hier sehen wir auch schon ein paar andere Akolyten, die auch gerade auf Stufe 1 gekommen sind. Tutorials, jetzt könnten wir Gruppen bilden mit anderen Spielern, aber wir sind ja ein mächtiger Sith-Lord und können das alleine. Ein Gleiter haben wir schon mal hier. Eine Jahrestagsbelohnung, ein paar Lackierungen plus ein paar andere Sachen. Ein Astromech. Digital Deluxe Edition, ja, die habe ich mir auch gekauft. Die ist nämlich auch ganz nice. Da gibt es ein paar geile Sachen, die ich gerne haben möchte. Gegenstandsbelohnung, ein Haustier. Willkommen zu Rise of the Hutt Cartel. 5 einfache Auszeichnungen, die wir später auch noch gut gebrauchen können. Eine Kiste mit bevorzugten Freundessachen, die uns sehr gut passen werden. Stürze dich ins Gefecht Belohnung. Frühzeitiger Zugang zum galaktischen Raumjäger, was auch noch sehr cool ist. Heliotropa Subterrot und ein Titel. Früher Abonnentenzugang Galactic Star Strongholds. Jo. Nice. Und noch ein Titel. Maga. Geht's noch? Okay. Jetzt werde ich noch ein paar Titel anwenden. Titel. Der Erhabene, der beherrt. Ich habe zweimal der Erhabene. Oh. Und wohl. Das heißt, den werde ich gleich zerstören, da ich den ja nicht brauche. Das heißt, der kann weg, da ich den ja nicht zweimal brauche. Und der sowieso nicht gebunden ist. Also bringt es nichts, wenn ich den jetzt, weiß ich, irgendwie von euch zur Verfügung stelle. Scout-Lackierung. Ein Haustier. Noch ein Haustier. Noch ein Haustier. Noch ein Haustier. Kisten öffne ich jetzt nicht. Das alles kann ich auch mal kurz anwenden. Das sind nämlich besondere Gegenstände, die ich ganz gut gebrauchen kann. Farben vereinheitlichen. Inventarmodul. Kriege ich zusätzliche Inventarslots hier, die ihr gleich sehen werdet. Zack, jetzt habe ich 10 mehr. Crew-Fähigkeiten, Zuweisungsslot. Und ja, Charakterzieht-Anzeigen habe ich bereits. Also kann ich die auch erstmal zerstören. Und dann würde ich jetzt auch sagen, wir legen endlich mal los. Liebe Güte, ich habe schon wieder so viel Zeit verplempert. Wir sollen erstmal in die Waffenkammer und zusätzlich können wir auch ein paar Chlorschnecken verkloppen, was jetzt auch erstmal tun werden. Aber ganz am Anfang muss noch mal kurz etwas sein, und zwar werde ich mir den Titel Zlox der Erhabene geben, da ich den Titel irgendwie sehr cool finde und der uns auch sehr gut weiterhilft. Und jetzt vernichten wir erstmal ein paar Chlorschnecken. Das ist das. Und die Form werden wir uns auch noch mal kurz verpassen, denn die ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Plus unsere Buffs, die uns später auch noch sehr hilfreich sein werden. Bäm. Die Haustiere tun nichts, außer eben schick dazustehen. Wobei... Oh, jetzt bringe ich mich da gerade was. Wo ich mich gerade regeneriert habe, ist mir was aufgefallen. Spielzeug. Das. Und das. Die Kamunitkammer ist praktisch eine Regenerationskammer, die man ganz gut verwenden kann, weil es einfach schick aussieht. Und der Rancor Holo-Replik ein kleines Relikt zum Angeben. Aber nun weiter geht's. Wir müssen natürlich noch ein paar Chlorschnecken haben. Bam. 4 Chlorschnecken, super. Plündern, schon klar, wissen wir alles. Einfacher Kampf wissen wir ebenfalls, wie es geht. Nun soll es aber endlich mal weitergehen hier. Und ich freue mich wirklich sehr, mit euch dieses Abenteuer hier durchzustehen. Und schon sind wir Stufe 2 geworden. Das ging ja wirklich wahnsinnig fix. So, und weiter geht's. Zlox, der Erhabene, marschiert weiterhin ins Grab. Wir könnten jetzt auch noch theoretisch meinen Raketenschub anwenden, den ich mir mal selber gegönnt habe. Denn ich finde den awesomest hilfreich, um sich hier schnell mal durchzubewegen.
Und ja, ich kann euch ja jetzt erstmal ein bisschen was hier über das Spiel erzählen. Das Spiel spielt 4000 Jahre vor der Schlacht um Yavin. Also 4000 Jahre vor Episode 4. Aber ich finde, dass die Technik zu diesem Zeitpunkt trotzdem schon sehr fortgeschritten war. Also hat sich nicht viel vorher verändert. Hier könnten wir jetzt theoretisch eine Fähigkeit trainieren, uns an. Kein Jedi wird gegen euch bestehen. Aber leider haben wir noch kein Geld, deswegen will ich jetzt erstmal eine Mission annehmen. Eine kleine Quest. Von Sergeant Cormon. Entschuldigung, Akolyt. Sergeant Cormon, 5. Infanteriekommando, Korriban-Regiment. Kann ich mit euch sprechen? Erlaubnis erteilt. Sprecht, Sergeant. Danke sehr. Ihr seid der Akolyt, den Aufseher Dremel hergebracht hat, richtig? Jupp. Wollt ihr ins Grab, um zu zeigen, was ihr könnt? Das schert euch um eure eigenen Angelegenheiten, Soldat. Entschuldigt, wenn ich euch beleidigt habe. Ich dachte, ihr wüsstet es zu schätzen, wenn ihr die Gelegenheit hättet, nicht nur vor den Aufsehern aufzuschneiden, sondern auch Bande zum imperialen Militär zu knüpfen. Ich befehlige hier eine Mission, die Chlorschnecken in diesem Grab zu eliminieren. Das sind schreckliche Biester. Mäuler, die größer sind als euer Kopf. Ich habe 3 Trupps guter Männer bei dem Kampf gegen sie verloren. Sie kommen in Rudeln. Sie verschlingen einfach so einen ganzen Mann. Ich muss da rein. Wenn ihr versucht, mir das auszureden, funktioniert es nicht. Verstanden. Ich hatte gehofft, dass ihr bei meiner Operation helfen könntet, solange ihr da drin seid. Die verdammten Chlorschnecken vermehren sich so schnell, dass man sie nicht mit gewöhnlichen Methoden auslöschen kann. Also haben wir ihre Brutkammern ins Visier genommen. Sie sind völlig durchgedreht. Wir konnten an allen Brutkammern Sprengsätze platzieren, aber die Chlorschnecken haben uns erwischt, bevor wir sie zünden konnten. Ich werde ihn auch vielleicht ausführen. Könnte ich helfen. Unterschätzt diese Chlorschnecken nicht. Sie sind viel schlauer, als sie aussehen. Nun gut. Und zwar werden wir jetzt, entscheide ich mich auch hier, jetzt erstmal die erste Folge zu beenden. Das können wir dann nämlich mal im nächsten sehen, was die Chlorschnecken so alles gemacht haben. Und wir können auch die Waffenkammer erkunden. Es ist eine etwas kürzere Folge geworden, ich weiß, aber es soll ja auch nur eine kurze Einführung erstmal sein. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung oder einen Kommentar freuen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und möge die dunkle Seite stets mit euch sein. Ich verabschiede mich, euer Silox.